Hallo Schatz. Hallo Schatz. Hallo Kamera. Hallo wahrscheinlich YouTube. Mal gucken. Wir sind in Berlin, der Freund und ich. Da ist der Freund. Ich bin schon in Berlin seit vor Weihnachten, seit Donnerstag. Und jetzt ist Mittwoch. Nein, heute ist wieder Donnerstag. Ah. Und ja, ich habe den Freund gezwungen, obwohl er todkrank ist, mit mir zu Primark zu gehen. Und er hat gesagt, ich soll noch sagen, dass wir über unser Budget waren. Wir haben vorher ausgemacht, dass wir nur 50 Euro ausgeben, aber jetzt haben wir 52,50 Euro ausgegeben. Und Primark ist toll, aber voll. Wir dachten, es wäre eine coole Idee, um 9 Uhr loszugehen, weil er um 9 Uhr der Primark aufmacht, sodass wir so gegen 9:30 hier sind und es noch schön leer ist. Ja, das funktioniert, wenn Schule ist. Zwischen Weihnachten und Neujahr funktioniert das nicht. Und was ich gekauft habe, zeige ich dann in einem tollen Primark-Hall. Nein, in einem Berlin-Hall, weil ich war ja noch mehr shoppen. Vom Weihnachtsmarkt. So. Weihnachtsmarkt. Ja, wir fahren jetzt genau zur Warschauer Straße und dann machen wir erstmal Fotos in so einer coolen, stylischen Retro-Fotobude. Dann gucke ich, ob ich ein Piercing-Studio finde, weil ich mir jetzt die Mumu piercen lasse. Was? Nein. Ich lasse mir ein Ohrloch stechen, weil mein eines zugewachsen ist. Und ich wollte mir das gerade am Zoo machen, aber der war nicht mehr da, der Laden. Alles verändert sich, wenn ich nicht da bin. Ja, und dann gehen wir Cupcakes essen. Und das ist die Primark-Tüte. Primark! Wir warten auf unsere Fotos. Oh nein, die da drin liegen, sind nicht unsere. Die gehören irgendwem anders. So ist es. Mag, dass unsere Fotos da rauskommen. Funktioniert nicht. Und so sieht es von innen aus. Ja, ganz schön versifft. Aber trotzdem cool. Ich mag die Automaten. Fotos! Ja, langsam müssen sie. Ja. Wie findest du die Fotos? Wir sind tierisch. Also, so richtig. Ja, vor allem das da. Ja, wunderschön. Auf dem einen ist seine Nase zusammengedrückt. Es ist seltsam. Hipster, Hipster, Hipsterhausen, Hipster, Hipsterhausen, Hipster, Hipsterhausen. Wow. Ist er zu? Es hat zu, ganz einfach so. Und morgen macht es wieder auf. Aber wir sind jetzt hier. Und wir haben auch kein Piercing-Studio gefunden. Das Leben ist grausam und gemein. Deswegen gehen wir jetzt zum Schlosscafé, heißt das, glaube ich, unter den Linden am Dom da. Nee, nicht am Dom, sondern da halt so und essen ganz teuer schicken Kuchen. Aus Frustration. Und jetzt verlassen wir Hipsterhausen, Hipster, Hipsterhausen, Hipster, Hipsterhausen. So, aus Faulheit sind wir jetzt bei Starbucks gelandet, weil wir dachten, es ist doof. Erst zur Friedrichstraße, dann zum Café, dann zum Alex, wenn wir aber doch gleich beim Alex alles haben. Deswegen Starbucks. Wir fühlen uns hipsterig.
Sushi. Es gibt Sushi. Ich habe Hunger. Die sollen nicht beeilen. Aber wir haben erst vor einer Minute bestellt. Deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber Sushi und Hunger. Und in meinem Lieblingsrestaurant in Berlin. Das Orchidee. Super günstig, große Portionen und ganz, ganz lecker. Der war hier auch schon mal. Ich war schon zweimal hier. Ja, und wie findest du es hier? Lecker, preiswert und große Portionen. Du redest mir ja nur nach. Und die Sauerschafsuppe ist ja lecker, deswegen habe ich die wieder bestellt. Dann zeige ich noch ein bisschen hier. Kitschige Weihnachtsdeko. Da nochmal der Freund. Und hier Orchideen mit Glitzy. Mit Gaffertape. Hast du das Gaffertape drauf? Nein. Da hinten ist ein Aquarium. Vielleicht gehe ich da nachher nochmal hin. Aber es ist sehr hübsch hier. Ich will das essen, aber der sitzt noch an seiner Suppe. Das ist doch alles ordentlich aufgeteilt, wenn du keinen Teil schon anfangen zu essen. Ja, aber dann ist der am Ende vor mir fertig und das kann ich nicht riskieren. Also nach mir fertig. Also ich bin schneller fertig und dann ist der noch an dem leckeren Zeug. Das geht. Ich habe mich gestern nicht verabschiedet und das tut mir leid. Ich wollte eigentlich gestern noch sagen, dass die Sushi sehr lecker waren und wir davon sehr satt geworden sind, aber nicht so satt, dass wir uns hätten nach Hause rollen können. Und dass wir danach noch durch die Wilmersdorfer Straße gerollt sind. Und ja, eigentlich hatte ich überlegt, ob ich heute die Kamera auch noch mitnehme und es quasi so ein 2 Tage Follow Me Around wird, weil wir heute Stoff kaufen waren. Aber dann war der Freund so krank und ganz unglücklich und Feder war auch nicht so gut drauf, weil auch ein bisschen krank und deswegen haben wir das gelassen heute. Aber wir waren im Cupcake und haben Cupcakes gekauft und die wollte ich noch zeigen, aber bitte ohne, dass die Ratte was von den Cupcakes klaut. Und deswegen, das sieht. Einen haben wir schon gegessen, den kann ich nicht zeigen. Aber das hier sind sie. Tada! Das da ist ein Big King. Das ist mit Schoko und Erdnussbutter Crunchies obendrauf. Und das da ist auch mit Schoko und Caramel Sea Salt. Und jetzt rennt die Ratte weg. Dann halt sie doch fest. Und jetzt wollte ich mich noch anständig verabschieden. Ich hoffe, das Follow Me Around war ein bisschen interessant. Vielleicht eigentlich auch nicht. Und die Ratte sagt auch Tschüss. Tschüss. Ja. Jetzt kommst du wegen Tierquälerei und so bösartig in die Kritik.